Guck mal, was da liegt. Nein, nicht schon wieder. Frische Post. Oh mein Gott. Oh, mach auf. Ich dachte mir, was liegt denn da? Eine Flaschenpost. Ich war mega aufgeregt und gespannt. Ich hoffe natürlich immer, dass da was Positives drin steht. Liebes Team Gelb, liebes Team Blau, ihr habt in der Zeremonie am meisten Stimmen bekommen. Das heißt, ihr müsst ins Exit-Duell und tretet gegeneinander an. Das Verlierer-Duo kehrt nicht zum Lost Beast zurück. Macht euch bereit. Good luck, guys. Hardcore. Wir müssen die wecken. Stell dir vor, du musst jetzt in eine Challenge rein. Boah, das ist echt mies, ey. Jetzt direkt nach dem Aufstehen. Erstes Spiel, wo es um richtig was geht, nämlich ums Überleben. Ihr müsst ganz, ganz, ganz schnell aufstehen. Ja, schnell, schnell, schnell aufstehen. Ihr habt eine Flaschenpost bekommen. Ihr müsst jetzt zum Duell. Sofort. Wie? Ich gehe nirgendwo hin, ich bin am Arsch. Mann, es tut mir so leid für euch, aber ihr müsst jetzt direkt los. Klo. Ihr müsst alle Sachen packen, die ihr habt. Jetzt sofort und dann ganz schnell los. Vergesst es. Vergesst es, nein. Nee. Dass Kevin vielleicht bald den Lost Beach verlassen muss, dürfte ihn doch eigentlich nicht so hart treffen. Es gibt ja hier kein Duschwasser. Es gibt gar nichts. Es gibt ja gar nichts in diesem Drecksladen, ne? Ich kann es schon langsam nicht mehr ertragen. Dauert keine paar Tage, aber dann bin ich körperlich irgendwie verschwunden. Ich habe es mir nicht so vorgestellt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so hart ist. Ich hätte nicht gedacht, dass es schlimmer als ein Dschungelcamp ist. Komm mal vor, wie so ein Mann im Altersheim, der sich wund liegt. Dem geht's sogar besser. Ja. Das ist einfach viel härter. Micha? Micha, ihr müsst jetzt komplett eure Sachen packen. Ich schwöre auf alles, wir haben gerade so einen Zettel bekommen. Ich schwöre auf meine Mutter, ihr müsst jetzt komplett Sachen packen, raus und in diese Challenge gehen. Also sofort. Boah, was für ein kranker Scheiß passiert hier. Tja, so sind die Regeln. Für Team Blau und für Team Gelb beginnt Tag 4 mit einem Exit-Duell. Ich bin so abgefuckt. Meine Schuhe sind weg. Ich habe meine Schuhe dahingestellt, weil die nicht getrocknet sind. Hat jemand von euch weggeräumt? Ohne irgendwas zu fressen, nix, nicht mal auf dem Klo, einfach direkt dahin. Ah, da sind sie. Ja, kann mir das jemand sagen, der das macht? Wenn ich einen Herzinfarkt geben? Ah! Ich bin so auf 180, Alter. Hackt's eigentlich noch? Und direkt verabschieden so? Hardcore. Ja, dann ciao. Ciao. Ich wünsche euch viel Erfolg. Danke. Vielleicht sehen wir uns dann nachher wieder. Ciao, Schatz. Besonders hart trifft das Ganze Aurelias BFF Michelle. Jetzt kommst du zurück. Ja. Also ich hoffe und bete, dass Aurelia zurückkommt, weil sonst keine Ahnung, was ich hier mache. Ohne meine engste Bezugsperson. Das ganze Essen ohne Frühstück ist mir eh alles scheißegal. Hauptsache Aurelia kommt zurück. Ich kann dich doch nicht heulen sehen. Hör auf, dann muss ich direkt heulen, wenn du heulst. Ihr macht das schon. Weiter. Macht's gut. Kommst. Halt dich weiter so gut zusammen, okay? Ja, gib alles, was du kannst. Du weißt, wie es um Kraft geht. Ja. Ich glaube, die Chancen für Team Gelb stehen weitaus besser als für Team Blau. Ich hoffe, dass irgendeine Sport-Challenge kommt, weil da werden Micha und Aurelia sowieso komplett abliefern. Und ich bete einfach, dass es eine Sport-Challenge ist. Wir sehen uns. Ciao. Tschüss. Team Gelb eilt schon mal voraus. Team Blau, naja, die beiden gehen es ein bisschen langsamer an. Schatzelein. Oh. Einfach jedem das Gleiche sagen. Du schaffst es, du machst es eh. Ich wünsche trotzdem auch Glück. Ja, trotzdem auch Glück. Gib Gas. Also nein. Ja, obwohl meine beste Freundin da drin ist. Ich hoffe wirklich, dass du es schaffst. Ja. Ich hoffe wirklich, dass du es schaffst, ja. Gib dir bitte ganz viel Mühe. Ich denke schon, dass wir als Underdogs sehr überraschen können, weil wir wissen nicht, wie die Challenge ausgeht. Wir wissen nicht, welche Challenge es ist. Danke. Gib dir Mühe, bitte. Gib dir voll Gas. Ja, nee, ihr schafft es schon. Okay. Viel Glück. Dankeschön.
Und es gibt ja Stärken und Schwächen, die jedes Team hat. Und ich denke, das wird sehr ausgetüftelt und sehr interessant werden. Ciao, ihr Süßen. Ciao. Bis dann. Wir sehen uns spätestens im Hotel, da trinken wir ein, ja? Oh yes. Ich dachte, wir sehen uns gleich. Das vielleicht auch. So, Team Gelb, es wird Zeit, dass der ADAC abgeschleppt wird. Macht euch etwas gefasst, denn hier kommt Team Blau. Ganz genau. Und denkt nicht, dass ihr hier die Oberbesten seid, nur weil die anderen das sagen. In jedem kleinen... In jeder kleinen Truhe steckt auch mal was Besonderes drin. Das Exit-Duell nochmal kurz zusammengefasst. Die zwei nominierten Teams treten gleich gegeneinander an. Wer verliert, fliegt. Und zwar sofort. Es geht nicht zurück ins Camp. Die vier Adventurer wissen nicht, was auf sie zukommt. Boah, ich finde diese Hitze hier ganz schrecklich, ne? Ja. Ja, dieses ewige Rumstehen in der Sonne mache ich nie, nie wieder in meinem Leben. Ich bin richtig abgefuckt, jetzt in die Exit-Challenge zu gehen. Erstens habe ich keine Lust darauf. Zweitens nicht am frühen Morgen. Und man hätte uns ja auch mal sagen können, dass es direkt morgens startet. Ich habe mich gefrühstückt und ich bin einfach nur abgefuckt. Du hast eine Lupa. Wie sagen wir das mal? Willst du was wünschen? Schön, schön. So, können wir jetzt bitte anfangen? Ich möchte nicht ewig rumstehen in der Sonne. Zu zweit müssen sie sich jeweils mit Füßen und Oberkörper im selben Torbogen festklemmen. Die Hände zu benutzen und den Boden zu berühren, ist verboten. Oh Gott. Scheiße, ey. Was ist das für ein Scheißdreck hier? Ganz Hallo? Oh Gott, das ist ja echt hier geistesgestört. Hoch 10, ey. Mindestens einer vom Team muss übrig bleiben, damit es gewinnt. Oh mein Gott, es tut so weh am Rücken. Scheiße, ich schaff's nicht. Ich rutsche. Vor allem, guck mal, wie unfair. Ich muss meine Beine durchstreifen. Meine Beine waren die ganze Zeit durchgestreckt. Ich dachte, die brechen gleich in der Mitte durch. Ich kann noch nicht durchspannen, es geht nicht. Ich schaff's nicht. Nee. Bei dem Duell kommt es neben der Kraft auch auf das Durchhaltevermögen von jedem der vier Adventurer an. Du rutschst auf mich drauf, es geht so nicht. Oh, scheiße. Wir hätten uns eigentlich nebeneinander positionieren müssen. Oh, scheiße, du rutschst auf mich drauf. Oh, oh. Muss. Du rutschst auf mich drauf. Warte. Oh. Alter, nee. Sie rutschte zweimal auf mich drauf und zack, war meine Spannung weg und zack, war ich unten. Oh. Fuck. Also da habe ich gedacht, okay, das Spiel ist in einer Minute vorbei, weil ja, dann auch Michaela immer mal wieder da hin und her gerutscht ist. Und dann hat man auch wirklich gedacht, boah, wie oft will die noch nach unten rutschen? Ich hatte echt mal kurz den Gedanken in mir, ich schaff das, ich bin jetzt runter. Wenn Michaela sich nicht länger halten kann, müssen sie und Kevin sich sofort vom Strandleben verabschieden. Und dann habe ich halt versucht, dass ich den Winkel quasi mit den Beinen ein bisschen runterhalte und den Oberkörper ein bisschen hoch. Sie sieht nicht, ob sich das gegnerische Team genauso quält. Das hat dann so für eine Zeit funktioniert.
Auch Aurelia kommt an ihre Grenzen. Das tut voll nicht. Rechtes Bein mehr belasten. Linkes Bein mehr belasten. Rechtes Bein mehr belasten. Linkes Bein mehr belasten. Rechtes Bein mehr belasten. Kopfhickerei, dieses Muskelbrennen, dieses, boah, es tut weh. Komm. Es muss wehtun. Es muss wehtun. Es muss wehtun. Komm. Fuck. Sie benutzt zwar nicht die Hände, aber wird sie gleich den Boden berühren? Mein Gott. Michaela, zeig mal Daumen. Nur wenn Michaela jetzt länger durchhält als die anderen, darf Team Blau bleiben. Was mache ich jetzt? Ich gucke immer wieder mal zu Kevin. Der fragt mich so, und wie ist die Lage bei dir? Ich so, Mittelmaß. 15 Minuten verharren sie inzwischen in ihren Positionen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis einen von ihnen die Kraft verlässt. Zur körperlichen Anstrengung kommt die große Hitze hinzu. Für welches Team ist das Abenteuer Good Luck Guys bald vorbei? Und welches Team wird die anderen am Lost Beach wiedersehen?